Ich bin mit 11 Jahren zum Glauben gekommen in Medjugorje bei einer Wallfahrt. Das war ganz interessant. Meine Mutter hatte sich bekehrt und sie nahm uns Buben einfach mit auf eine Wallfahrt. Ich war damals zu jung, um zu protestieren. Und das war ganz interessant. Trotz dieser ewig langen Gebetsabende habe ich angefangen, dort gerne zu beten. Und ich merkte an einem Abend, dass da einfach ein Gegenüber da ist. Da ist etwas und ich habe mir gedacht, aha, das mit der Kirche ist doch irgendwie interessant und da gibt es eine Reaktion und das war relativ spannend. Und so ein paar Jahre später, so mit 17, 18, kam ich hinein in eine Krise, hinein in eine Krise der Identität und eine Krise der Lebensführung auch und ich habe meinen Kompass ein bisschen verloren und ich habe in dieser Zeit gehört von einer Gruppe in Österreich, die damals noch keinen Namen hatte, glaube ich, aber wo es hieß, dass es Menschen gibt, die zusammen beten, die ungefähr in meinem Alter waren und die sonst auch recht normal waren. Also das Gerücht war, die beten und die gehen auch aus zusammen und die sind irgendwie auch durchlässig für andere und so weiter. Und ich bin deswegen mit 22 nach Wien gekommen, in diese Gruppe, das war damals eben Loreto, weil ich einfach einen Ort gesucht habe, wo Menschen den Glauben sozusagen verbinden können mit dem Alltag. Und das war für mich eine sehr, sehr heilsame Erfahrung, bis hin zu den ganzen Fragen von Gemeinschaft, die Werner auch vorhin schon angesprochen hat. Loreto ist heute eine private Vereinigung von Gläubigen, gemäß dem Kanon 321 vom Kirchenrecht, von der österreichischen Bischofskonferenz anerkannt, ohne zeitliche Einschränkung. Wir sind aktiv in Österreich vor allem und sehr massiv, darüber hinaus in Deutschland etwas, Schweiz etwas, Südtirol etwas und London. Bei Loreto fing alles an mit drei Studenten, die 1987 nach einer Medjugorje-Wallfahrt anfingen, den Rosenkranz zu beten und Wurstsemmeln zu essen. Zum Glück nicht andersrum. Also versteht schon, gell? Ein Jahr später kam meine Frau hinzu. Sie erzählt immer noch sehr nett, so, also von damals, wo sie als 16-Jährige hinkam. Es war für sie einfach der Höhepunkt der Woche, mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen zu beten. Also eine ganz erstaunliche Situation eigentlich, dass es damals so war einfach. Also rückblickend betrachtet, das ist schon wirklich eine sehr erstaunliche Geschichte. Heute haben wir in 60 Gebetskreise im deutschsprachigen Raum vor allem und eben in London strukturiert um Lobpreis oder Worship, wie wir es nennen, sehr viel Katechese und sehr viel Anbetung. Dazu gibt es eben einige Jüngerschaftsschulungen, von denen Berner auch sprach. Es gibt verschiedene Jüngerschaftsschulungen, also die Berner hat gesprochen von einem Format eben, wo man zusammen wohnt für einige Monate oder von Sommerkurse. Darüber hinaus gibt es Wochenendformate, die wir auch anbieten, für junge Menschen und für Alte. Irgendwann haben wir festgestellt, es gibt auch Menschen über 30, deswegen haben wir auch etwas angeboten für ältere Menschen, sowohl in Salzburg als auch in Wien. Genau. Früher war unser größtes Festival zu Pfingsten. In Salzburg in der Corona-Zeit haben wir eigentlich einen sehr gewagten Schritt uns überlegt, dass wir dieses Festival streuen an mehrere Standorte, um ein bisschen einen intimeren Rahmen zu schaffen, wo junge Menschen im Kontext eines Festivals einfach dazukommen können, etwas hören können, eine charismatische Verkündigung bekommen, womöglich beichten gehen, vielleicht zum ersten Mal im Leben beichten gehen und einen Vertrauensschritt auf den Herrn zugehen. Loreto hat ein Innen und ein Außen. Ein Außen und Innen. Das war alles gerade außen. Darüber hinaus gibt es eben diesen Innenbereich. Das sind im Moment ungefähr 720 plus ein paar Priester. Wir treffen uns vor allem in Hausgemeinschaften ein paar Wochen, also zu 8, zu 9, zu 10, alle paar Wochen einmal. Und dann gibt es dann die großen Gemeinschaftstreffen zweimal pro Jahr. Weil die Frage vorhin nur ganz kurz da war. Also ich finde, eines der Kriterien sozusagen für das Heilwerden ist genau eben dieses sich einlassen auf andere Menschen, gerade auch aus anderen sozialen Schichten. Ist man sozusagen eine ganz gute Spannung sozusagen. Genau, das, was ich persönlich erlebe. Das, was ich erlebe bei Loreto, oder da, wo ich immer wieder zurückkomme, gerade in der Verkündigung, auch beim Thema des heutigen Tages, also wer erneuert die Kirche, ist ein Buch in der Schrift, das ich sehr schätze. Es kann sein, dass der Bernie jetzt zum Schmunzeln anfängt. Es ist ein Buch in der Schrift, das ich immer wieder zitiere, und das ist das Hohelied. Ich komme eigentlich wieder und wieder und wieder darauf zurück, weil ich glaube tatsächlich, dass das, was dort zur Sprache kommt, sehr viel von dem ausmacht, was und wer und wie die Kirche erneuert wird. Also das, was wir da sehen, gibt uns ein bisschen ein Gespür dafür, was eigentlich rennt, woher die Energie kommt, woher das Leben kommt, woher die Fruchtbarkeit kommt. Das Hohelied ist nach dem Psalmen zu finden, nach den Sprüchen, nach Kohelet.
Und vor dem Buch der Weisheit, das Shir HaShirim, ist die Geschichte ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen, das Shir HaShirim ist die Geschichte von einem Mann und einer Frau, eine Liebesgeschichte, inklusive der ganzen romantischen und erotischen Aspekte, eigentlich ein Liebeslied. Ich hatte es schon mehrfach versucht, meiner Frau vorzusingen. Es ist mir noch nicht wirklich sehr gut gelungen, aber das liegt womöglich an anderen Themen. Es ist also ein Liebeslied, und es ist sehr gut, dass dieses Liebeslied in der Schrift ist. Es ist sehr schön, dass wir ein Liebeslied also von einem Mann und von einer Frau in der Bibel haben. Das ist eigentlich etwas Wunderbares, und es ist gut, dass es dort ist. Aber es ist viel mehr als das. Nämlich in diesem Liebeslied wurde schon vom rabbinischen Judentum und von vielen Kirchenvätern eine spirituelle Tiefenschicht vermutet und verortet. Wieder und wieder und wieder. Rabbi Akiba, der 135 nach Christus starb, sagt, sein ganz berühmtes Zitat: Alle Schriften sind ein heiliges, aber das Hohelied ist das Allerheiligste. Hippolyt von Rom und Origenes von Alexandria, 3. Jahrhundert nach Christus, Ambrosius von Mailand und viele andere mehr in den ersten Jahrhunderten haben das Hohelied Secundum Spiritualem Sensum, also mit einem spirituellen Sinn, gelesen und gedeutet. Also nicht nur, dass es ein Liebeslied ist, sondern dass da viel mehr dahinter steckt, was man beachten könnte. Bernhard von Clairvaux, großer Kirchenreformer, der sehr strukturell auch vorging und sehr viele Klöster gebaut hat, von dem haben wir bis zum heutigen Tag noch 100 Predigten über diese 8 Kapitel. Ich habe das Buch zu Hause herumliegen. Das Buch zu Hause, also man kann mit dem wirklich Händen bügeln. Es ist so dick, es funktioniert sehr, sehr gut, weil es eben so dick ist. Diese vielen Predigten von Bernhard von Clairvaux. Wunderbar, also wunderbar zu sehen, also wie er in diesen Text eingetaucht ist. Der heilige Bonaventura, Kirchenlehrer vom Papst Leo XIII., Fürst unter den Mystikern genannt, sagt: Die gesamte Intention der Heiligen Schrift zielt ab auf die im Hohelied beschriebene Vereinigung des Bräutigams und der Braut. Johannes von Kreuz spricht in seinen Schriften sehr gerne von 2 Nächten. Das Hohelied spricht von 2 Nächten. Teresa von Avila in ihrem Buch Il Castillo Interior, wo sie sehr viel und sehr blumig schreibt, finde ich, und immer so lange braucht, zum Punkt zu kommen, zitiert sehr oft aus den Evangelien, natürlich, aber extrem oft auch aus dem Hohelied. Das, was hier gesagt wird, was diese ganzen Helden des Glaubens, was diese ganzen Heiligen sagen, ist, dass da eine Tiefenschicht drin ist, die wir eben beachten, die wir beachten müssen. Und die große Aussage, die sie treffen, ist, dass das, was wir sehen, dass das, was wir sehen, was zwischen einem Mann und einer Frau passiert, auch in der schönsten Weise oder gerade in der schönsten Weise, gerade auch im ganzen Romantischen und gerade auch im Erotischen, das gibt uns ein Gefühl dafür, das gibt uns einen Geschmack dafür, was passiert zwischen Gott und uns, was passiert zwischen dem Herrn und mir. Also Gott ist nicht nur unser Schöpfer, nicht nur unser Vater, unser Herr, unser Retter, unser Erlöser, unser Bruder, er ist auch unser Bräutigam. Nicht umsonst stellt Johannes der Täufer Jesus vor als das Lamm Gottes, als der mit dem Feuer und dem Heiligen Geist taufen wird und auch als den Bräutigam. Johannes 3,29, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist für mich nun Wirklichkeit geworden. Jesus ist unser Bräutigam und er liebt wie ein Bräutigam. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich Bräutigam war, wie habe ich meine Frau geliebt? Ich habe sie umwerbend geliebt, also auch heute noch, ja, aber ich habe sie umwerbend geliebt. Vor allem auch deswegen, weil noch nicht ganz klar ist, ob sie Ja sagt. Also ich habe sie umwerbend geliebt und ich finde den Gedanken sehr, sehr spannend, dass der Herr uns umwerbend umliebt. Er liebt uns umwerbend. Er sucht den Punkt in unserem Herzen, wo wir uns einlassen auf ihn. Er sucht den Punkt, er sucht in einer großen Kreativität der Liebe, er sucht den Punkt, wo wir sagen, ja Herr, ich bin da. Ich bin da und ich sage ja. Also das Hohelied hilft uns zu verstehen, wie Gott liebt
Und das Hohelied gibt darüber hinaus ein Gefühl für verschiedene Stufen, verschiedene Phasen, verschiedene Jahreszeiten in der Nachfolge Jesu Christus. Also das Hohelied gibt uns ein sehr gutes Gefühl dafür, wo wir gerade stehen oder warum sich gerade sich etwas so anfühlt, wie es sich gerade anfühlt, warum diese Nacht da ist und warum diese andere Nacht nicht da ist oder diese ganzen, also es gibt verschiedene Stufen, es gibt verschiedene Rufe sozusagen in der Nachfolge Christus. Hohelied gibt uns einfach ein Gefühl dafür, wie wir dem Herrn sozusagen wie wir nachfolgen können. Und unterteile gerne das Hohelied sozusagen in drei große Blöcke hinein, in die Weinbergromanze, in die erste Nacht und in die zweite Nacht. All diese Szenen haben, wenn man so möchte, haben Krisen. Also es gibt eine Krise in der Weinbergromanze und dann gibt es eine Krise in der ersten Nacht und gibt es eine Krise in der zweiten Nacht und das ist alles wunderbar und so. Und sie kommen wieder und so und sie kommen wieder hinaus und dann sieht man dann, wenn man dann anschaut, die Braut oder das Mädchen, sieht man, dass sie im Laufe der Zeit an Bedeutung zunimmt, an Autorität zunimmt. Am Anfang nennt er sie nur meine Freundin, gegen Ende nennt er sie prächtig und schön wie die Sonne, wie der Mond, wie Himmelsbilder. Also da gibt es eine Zunahme an Autorität, eine Zunahme an Bedeutung. Und die Frage ist, woher kommt diese geistliche Autorität und so? Und da wäre eine mögliche Antwort, sie kommt eben daher, dass wir dranbleiben am Herrn, dass wir dranbleiben durch diese ganzen Auf und Abs. Aber ich möchte jetzt sagen, hineintauchen in den ersten Teil, also in die ersten paar Verse, die ersten Szene, in das, was ich die Weinberg-Romanze nenne. Denn sie gibt ein Gespür dafür, wer die Kirche erneuert und wie die Kirche erneuert wird, wer die Kirche erneuert, woher das eigentlich kommt. Also Kapitel 1, Holy Kapitel 1, Vers 1 bis 6, da steht, das Holy Salomos, mit Küssen seines Mundes bedecke er mich, süßer als Wein ist deine Liebe, köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl, darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich hinter dir her, lass uns eilen, der König führt mich in seine Gemächer, jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, deine Liebe höher rühmen als Wein, dich liebt man zurecht. Braun bin ich doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Kedar, wie Salomons Decken. Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt, meiner Mutter Söhne waren mir böse, ließen mich Weinberge hüten, den eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Also wir haben ein junges Paar, sie besingt ihn und alles beginnt mit dem, dass sie geküsst werden will. Alles beginnt damit, dass sie geküsst werden will. Wie liebt ein Bräutigam? Er umwirbt so lange, bis sie sagt ja, bis sie zur Sprache bringt, dass sie geküsst werden möchte. Diesseits der Ewigkeit beginnt die Reise in das Herz Gottes mit unserer Initiative. Es beginnt damit, dass wir als Kirche, als Braut des Herrn sagen, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Setzen wir als Kirche im deutschsprachigen Raum, setzen wir geistliche Initiativen, sind wir bekannt dafür, dass wir Wallfahren gehen. Sind wir bekannt dafür, dass wir Anbetungswochen starten? Sind wir bekannt dafür, dass wir Gebetskreise gründen? Sind wir bekannt dafür, dass wir Menschen ins persönliche Gebet führen? Setzen wir geistliche Initiativen? Kultivieren wir eine Kultur von, ich suche jetzt den Herrn mit allem, was ich habe. Ich suche sein Angesicht. Setzen wir eine Kultur? Sind wir geprägt davon? Leben wir das vor? Wenn wir einen Rosenkranz in einer Pfarre beten, ist der Pfarrer auch anwesend und betet mit. Setzen wir diese Schritte. Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Der Herr steht sozusagen jenseits der Ewigkeit. Der Herr steht vor der Türe unseres Herzens und er klopft an. Aber die Frage ist, öffnen wir? Lassen wir uns betören in der Sprache von Jeremia? Lassen wir uns betören? Und sagen wir, dass wir geküsst und berührt werden wollen vom Herrn. Diese Tage sind für mich, die letzten paar Tage,
sind für mich etwas dicht. Meine Frau hat mich heute gegen Mittag geküsst. Es macht den ganzen Unterschied. Es macht einen ganzen Unterschied. Es ist mehr als nur händchenhaltend. Es hat etwas Bräutliches. Es impliziert mehr. Es ist individuell. Und die Frage ist, ob wir als Kirche in Deutschland dafür bekannt sind, dass wir uns ausstrecken nach diesem Kuss des Herrn. Strecken wir uns aus nach dieser Berührung? Sagen wir ihm, dass wir berührt werden wollen? Alles beginnt damit, und lassen wir uns betören vom Herrn. Sind wir dafür bekannt, dass wir uns betören lassen vom Herrn? Das, was wir in den Gebetskreisen erleben und in den Festivals und bei den Wallfahrten erleben, wieder und wieder, es ist wirklich, die Zeugnisse sind eigentlich immer gleich. Die Zeugnisse sind immer: Ich bin aufgewachsen in einer katholischen Familie und dann war ich bei Festival X oder im Gebetskreis Y oder auf Wallfahrt Z und ich habe entdeckt, meine Güte, das ist alles real. Da ist jemand und da gibt eine Antwort. Und dann gibt es Tränen oder Lachen und das wird auf einmal emotional. Und da gibt es eine Nähe und eine Intimität. Und unsere Reaktion darauf ist normalerweise zu sagen: Wunderbar, suche diesen Ort. Suche diesen Ort, bleib dran, geh weiter darauf ein, suche diese Nähe. Das ist das, was wir als Christen brauchen. Wir brauchen die Berührung des Herrn, so wie der Herr selber sehr oft gebetet hat, so wie die Evangelien immer wieder ein Gefühl dafür geben, dass der Herr betet. So brauchen wir als Christen, brauchen wir diese Nähe des Herrn, wir brauchen eine Berührung. Und er umwirbt uns wie ein Bräutigam. Die Frage ist: Sagen wir ja, sagen wir, dass wir geküsst werden wollen? Manchmal komme ich mir vor, als Kirche im deutschsprachigen Raum, manchmal komme ich mir vor, als würden wir sehr viele Bücher schreiben über diesen Kuss und als würden wir viele Filme womöglich darüber anschauen, wie das funktioniert. Aber ein Kuss ist etwas Individuelles. Also ich kann nicht jemanden anderen küssen und sage: Bitte, bitte trag meinen Kuss und meine Frau wartet. Das muss ich schon selbst machen. Und ich kann schon auch hören von Geschichten, wo Menschen von Gott berührt werden. Das kann ich schon hören, aber ich muss mich selber danach ausstrecken. Ich brauche diese individuelle Geschichte, ich brauche diese Berührung des Herrn selber. Wieder und wieder und wieder. In der Früh, am besten in der Früh. Gut, dann geht diese Romanze weiter. Und obwohl wir ganz am Anfang vom Hohelied sind, wir reden noch nicht von Nächten, wir reden noch nicht von Ungehorsam oder wir reden noch nicht von Myrrhe, wir reden nicht davon, dass irgendwie Leid da ist, sondern wir reden einfach sozusagen vom Beginn der Reise eines Menschen hinein in das Herz Gottes. Und dann kommt auf einmal so ein ganz, so eine, so, dann bricht das Bild und sie sagt, auf einmal zu Menschen um sie herum: Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt. Meine Muttersöhne waren mir böse, ließen mich Weinberge hüten. Den eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Okay, es ist irgendwie so eine komische Aussage. Quer durch die Schrift finden wir die Unterscheidung zwischen außen und innen. Also nicht. Ja, also gut, innen. Außen und innen. Zwischen dem, was im Außen passiert und dem, was im Innen passiert. Ein paar wenige Beispiele. Matthäus 23, 27. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön anzusehen. Innen aber seid ihr voll Knochen, schmutzig und Verwesung. Außen und innen. Und dieses Innen, diese Wirklichkeit in uns wird in der Schrift sehr oft mit einem Weinberg oder einem Garten umschrieben. Psalm 1, also nicht Psalm 123, sondern Psalm 1. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, ich bin gerade, ne? Sondern über die Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Jesaja 5,7 spricht von Israel als Weinberg des Herrn. Jesus spricht oft in einer, wenn man so möchte, agrarökonomischen Sprache. Matthäus 13,3 zum Beispiel. Ein Sämann ging aufs Feld. Oder Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Buch Genesis. Alles beginnt in einem Garten. Mensch und Gott in Einheit, in Freude, in Intimität zusammen. Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, müssen diesen Ort der Intimität, der Nähe mit Gott verlassen. Altes Testament. Neues Testament. In der Nacht vor seinem Leiden ist der wahre Gott und der wahre Mensch in einem Garten. Jesus ist dabei, Gott und Mensch wieder im Garten zusammenzufügen. Jesus stirbt dann neben einem Garten. Er wird in einem Garten beerdigt. Seine glorreiche Auferstehung findet wo statt? In einem Garten. Maria Magdalena, die Apostelin, der Apostel, begegnet Christus am Ostersonntag wo? In einem Garten. Offensichtlich fühlt sich Christus in Gärten so heimisch und so wohl, dass Maria Magdalena auch meint, er wäre sogar der Gärtner. Im Galaterbrief spricht der Apostel Paulus von den Früchten des Geistes, von den Früchten, nicht von den Produkten, sondern von den Früchten des Geistes, die aus uns herauswachsen, aus unserem inneren Garten, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Beherrschung. Der Katechismus der katholischen Kirche spricht in Artikel 199 davon, dass sich den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgießt, um uns zu heilen von der Sünde. Wir sind, sagt Paulus, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir unser Innen, unseren Garten, unseren Weinberg kultivieren, dann beginnt unser geistliches Leben zu blühen und eine Frucht zu tragen. Und dann werden wir in der Sprache von 2 Korinther 2,15, dann werden wir zu einem Wohlgeruch Christi. Dann beginnt man an uns Christus zu riechen. Dann beginnt man die Salbung des Herrn an uns zu riechen. Dann riechen wir wie der Gesalbte. Deswegen heißen wir auch Christen, weil wir wie er gesalbt sind. Das beginnt dann, wenn wir unseren inneren Garten kultivieren. Wissen wir, Kirche im deutschsprachigen Raum, dass wir einen inneren Garten haben, eine Wirklichkeit, die dazu da ist, dass wir dort dem Herrn begegnen. Wissen wir, dass wir einen Ort haben in uns, wo wir hineingehen können, wie in einen Garten, um dort mit dem Herrn Zeiten zu verbringen? Wissen wir um diesen Ort? Kultivieren wir diesen Ort? Sind wir dort ganz oft? Es ist der Grund, warum die Klöster, die Alten, sehr oft in ihrem Inneren im Kreuzgang einen Garten gehabt haben, als Erinnerung dafür, dass sie selber einen Garten haben, um dort hineinzugehen. Und von diesem Ort der Begegnung, von diesem inneren Garten her, von dort her, wenn wir dort sind und über den Herrn nachsinnen bei Tag und bei Nacht, wie es im Psalm heißt, dann werden wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Zur rechten Zeit kommen die Früchte. Zu bestimmten Jahreszeiten, nicht immer. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Es kommen die Früchte zur rechten Zeit und die Blätter welken nicht, wir brennen nicht aus. Wir finden einen Schattenplatz. Und die Braut sagt im Hohelied ganz am Beginn ihrer Reise in das Herz Gottes hinein, ganz am Beginn sagt sie: Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt. Sie ist ausgebrannt. Warum ist sie ausgebrannt? Meiner Mutter Söhne waren mir böse, ließen mich Weinberge hüten. Den eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Sie hat sich, Übersetzung, um alles Mögliche gekümmert, nur nicht um ihre Beziehung mit Christus. Sie hat sich um alles Mögliche gekümmert, nur nicht um ihren Weinberg, um diesen Ort, den man kultivieren muss, um diese Beziehung mit Christus. Das muss man kultivieren über Jahreszeiten und Jahre hinweg. Und dann beginnt zur rechten Zeit die Frucht zu wachsen. Und diese Braut erinnert mich in vielem an die Kirche im deutschsprachigen Raum. Warum? Wir machen alles Mögliche im Außen. Meiner Mutter Söhne waren mir böse. Menschen, die uns nahestehen, die mit uns in Bezug stehen, stellen an uns Ansprüche. Und diese Ansprüche mögen sogar zum Teil berechtigt sein. Wir haben eine Rolle in der Gesellschaft. Wir spielen eine Rolle in der Gesellschaft. Wir haben Krankenhäuser und Schulen und dieses ganze Zeug. Ja? Aber das Wichtigste, dort, woher alles kommt, ist der eigene Weinberg, ist dieser Ort
der Begegnung mit Christus. Wir produzieren sehr viel Papier als Kirche in Deutschland. Wir gründen, oder im deutschsprachigen Raum, wir gründen sehr viele Unterausschüsse. Wir sind sehr oft im Außen, aber wir hüten nicht den eigenen Weinberg. Und von dort her kommt alles. Von dort her kommt alles. Und da kommt die Frucht zur rechten Zeit, die Blätter wachsen und brennen nicht aus. Ganz interessant, also wenn man sich fragt, also wer erneut die Kirche, wenn ich ganz kurz Zeugnis geben darf, das Zeugnis wird jetzt nicht sehr, sehr, sehr überraschend klingen. Also meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder, ja. Und zuerst kam die Intimität und dann kam die Fruchtbarkeit. Das wird jetzt nicht sehr überraschend klingen, gell? Also mit 9 Monate Abstand und so. Aber zuerst Intimität und dann Fruchtbarkeit. Wir können die Fruchtbarkeit nicht imitieren. Es bedarf der Intimität. Es bedarf der Intimität und zwar um ihrer selbst willen. Bei meinem Beispiel, es wird auch nicht so überraschend sein, ich habe die Intimität zu meiner Frau gesucht. Warum? Weil ich sie liebe. Das ist der Grund, warum ich die Intimität gesucht habe. Und ähnlich müssen wir im geistlichen Verhalten. Wir suchen die Intimität mit dem Herrn nicht unbedingt in erster Linie, um fruchtbarer zu werden, sondern wir suchen die Intimität mit dem Herrn, um beim Herrn zu sein. Und in seiner Zeit wird er die Fruchtbarkeit schenken. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Herangehensweise an die Wirklichkeit, weil sie einfach personal ist, weil sie dialogisch ist und weil er dann die Fruchtbarkeit schenkt in seinem Rhythmus. Und das ist nicht unbedingt effizient, aber es ist stabil und es ist nachhaltig. Und wir brennen dadurch nicht aus. Und ganz interessant ist, was danach dann steht, kurz danach, nach dieser ersten Krise im Hohelied, Hohelied 1,9, Deutung, sie überwindet die Krise und dann gibt Gott ihr eine Ermutigung, ein Lob. Und diese Ermutigung lautet, mit der Stute an Pharaos Wagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Also ich habe heute Morgen versucht, meine Frau ein Kompliment zu machen und mir gesagt, Schatzi, du bist so schön wie ein Pferd. Und es kam nicht gut an. Ja? Das heißt, womöglich müssen wir deuten, also die Stute des Pharaos ist natürlich der Lamborghini der damaligen Zeit, gell? Also es gab nichts Teureres. Es ist einfach das Gefährt schlechthin. Also Stute des Pharaos, top Nummer 1. Und an Pharaos Wagen. Manche Übersetzungen sprechen auch von Pharaos Streitwagen. Also wir reden hier von einem Pferd, das den Pharao in den Krieg gezogen hat. Wir werden dann einen Unterschied machen. Wir werden dann einen Impact haben. Wir werden auch dann unsere geistlichen Kämpfe auch gut führen, wenn wir leben aus dieser Intimität heraus. Wir werden dann auch gefährlich. Wir sind dann gefährlich, wenn wir leben aus dieser Intimität mit dem Herrn, wenn er die Fruchtbarkeit schenkt, dann sind wir gefährlich. Wenn wir das nicht tun, sind wir bohrend langweilig. Und die Kirchenväter, sagt Ratzinger, immer wieder vergleichen dann die Kirche mit einem Klumpen Erde, Sonne, Mond, wir, Kirche, Mond, Christus, Sonne. Ja. Wenn wir den Kontakt verlieren, dann sind wir so sexy wie ein Stück Weg, ein Stück Erde, wirklich langweilig. Und deswegen wirken wir auch manchmal sehr langweilig. In diesem Sinne. Herr Oettinger, darf ich Sie genau anrufen? Ja, hör auf. Für das Gespräch, das wir noch anführen würden, weil ich fand es super interessant, aber wir müssen einen extra Studientag zum Hohelied machen. Ich werde das mal beim neuen Anfang einbringen, weil es einfach so unglaublich reichhaltig ist. Ich habe 2 Punkte, die mich interessieren würden. Das eine nochmal habe ich so noch nie gelesen oder habe ich so noch nie gehört, wie Sie es gesagt haben, die Intimität mit Gott gebiert auch die Fruchtbarkeit, die Gott dann auch, ich sage jetzt mal, dem geistlichen Leben der Neuformation meines Lebensgefäßes gibt. Das ist aus dem Hohelied der Liebe eine großartige Botschaft, eine Botschaft, die der Kirche, wie ich meine, sehr gut tut und die einfach was ganz Neues bringt. Bei dem, was Sie ausgeführt haben, ich fand das wirklich faszinierend und konnte es so noch nicht lesen, sind wir natürlich
trotzdem in einem Sprachduktus, der dieses Thema Intimität sehr weit nach vorne schiebt, was als mit in der Intimität mit Gott sehr gut nachzuvollziehen ist. Gleichzeitig, ich sage es jetzt einfach mal, gehen so ein paar rote Lampen an, wenn das jetzt sozusagen, weil das Thema Identität, Missbrauch, also was mich interessiert, ist einfach Folgendes. Wie schafft ihr es, in der Erneuerung, in der geistlichen Erneuerung mit Menschen auf so einem Weg zu gehen und gleichzeitig die richtigen Spundwände einzuziehen, damit Intimität im guten Sinne auch mit der entsprechenden Keuschheit, die dazugehört, stattfinden kann und nicht ein Übersetzungsfehler gelingt, der vielleicht genau solchen Leuten in die Hände spielt, die der Kirche massiv Probleme gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Ja, also, Moment. Ja, also, es ist nicht das Einzige, worüber wir sprechen, über das Hohelied. Ja, da sind wir sehr dankbar. Also ich bin 49 und wo ich jung war, kam mir vor, also in 80er Jahre, frühe 90er Jahre, konnten Menschen, also hatten Autoritäten einen sehr schlechten Stand. Heutzutage scheint mir, in der jungen Generation, sie so bei meinen Kindern, sie freuen sich, wenn man ihnen Sachen sagt. Und zwar ziemlich direkt. Wenn man über den hohen Wert von Keuschheit, aha, haben wir noch nie gehört, also, und sie freuen sich, wenn man es ihnen sagt. Und deswegen sagen wir es ihnen. Also das, was wir tun, ist, wir versuchen sehr viel zu lehren. Also wenn wir versuchen, sozusagen diese Trennwände aufzustellen, von denen Sie gesprochen haben, man muss natürlich einfach sehr viel lehren, das ist das eine. Und das zweite, man muss versuchen, eine entsprechende Kultur zu leben. Eine gewisse Kultur geben, wo man das versucht zu leben. Und das, was uns, glaube ich, sehr hilft, bis jetzt uns noch, deswegen uns dieses Thema noch nicht auf den Kopf gefallen ist, glaube ich, ist, wenn die Sachen in einer gewissen Durchlässigkeit da sind. Also es gibt einfach Menschen, die schauen hinein bei uns. Wir haben strukturell auch Präventionsteams sozusagen installiert, wo man einfach regelmäßig abklopft. Solche Sachen auch, logischerweise. Ja. Aber im Wesentlichen geht es um die Schaffung einer Kultur und das beginnt damit, dass man es thematisiert, also in der Lehre, und es muss auch thematisiert im Persönlichen. Also von unserem Leitungsteam, der heißt bei uns Rat, gibt es eine Tradition, dass wenn wir uns treffen zu unseren Meetings, die gehen meistens 2 Tage, es beginnt nach einem Gebet mit einer Shalom-Zeit, wo wir versuchen, in 4-Augen-Gesprächen alle Sachen anzusprechen und zu klären, die einfach nicht gut gelaufen sind. Und da nehmen wir uns Zeit. Und wenn jemand meint oder einen Verdacht hat, du schau bitte auf deine Ehe, dann wird das gesagt. Ja. Ich mir gut vorstellen, nochmal, also die Frage ist für mich nur, dass diese auch doch unglaublich starke Metaphorik, ja, die ihr verwendet, die kann natürlich auch, es geht nicht darum, immer die Welt davon zu erschaffen, was alles schieflaufen kann, aber sie kann natürlich auch schnell Grenzen überschreiten, gerade wenn man mit Anvertrauten unterwegs ist oder wenn man das jetzt implantiert, war ja die Frage vorhin, kann man das auch im Verein implantieren? Dann denke ich, ist es da gut, sicher sehr gut nachzuschauen, wie man da einfach die richtigen Schutzwände auch mit dazu gibt, sozusagen zu diesem ja auch trotzdem ganz dieser tiefgreifenden, sehr intimen Metaphorik, die ja auch unglaublich viel Heilsames mit sich bringt, ganz ohne Frage. Peter Esser hat eine Frage und die möchte ich gerne, dass er stellen kann. Dein Mikrofon ist noch nicht an. Ja, jetzt ist es an. Schließt sich auch ein bisschen daran an. Ich komme aus einem charismatischen Gebetskreis ursprünglich und wenn dann eben der Wunsch war, denn der Geist und die Braut zu singen, habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, so, jetzt sind erstmal die Mädels da und haben ihr Lied. Ich konnte da immer relativ schlecht mit, was mir allerdings auch nichts ausgemacht hat, denn tatsächlich schien mir auch einmal so dieses Thema Brautschaft, Bräutigamschaft sehr wichtig zu sein. Vielleicht haben wir in der charismatischen Erneuerung nie so ganz auf dem Schirm gehabt oder dass das ja auch die Kirche meint. Das heißt, Christus steht ja nicht nur dem Einzelnen gegenüber, sondern eben auch dem Wir der Kirche. Und das führt eigentlich auch sofort zum
Thema, wer ist Christus für die Kirche? Was bedeutet Bräutigam, Braut? Und was sagt das auch für unser Verständnis von Sakramentalität und von Priestertum? Mir wird an dieser Stelle so deutlich, dass das Priestertum Christi abgeleitet ist vom Priestertum, von Gott als Bräutigam Israels, dass man das gar nicht ersetzen kann. Ich will nur den Raum einfach ein bisschen aufmachen noch über die persönliche Beschauung und die persönliche Betroffenheit davon, dass Christus mich so sehr liebt, auf das, was das für uns als Kirche bedeutet. Das war's. Soll ich darauf was sagen oder nicht? Muss nicht. Gerne. Aber hallo, hallo. Also ich habe jetzt gerade, vielleicht sage ich doch noch was. Ich habe heute Nachmittag, ich sitze ja hier noch bei den Schwestern, wo der Weihbischof wohnt, und habe von den Schwestern so ein Stück Kuchen bekommen. Ich habe dann einfach in Gedanken den Kuss durch den Kuchen ersetzt. Es funktionierte auf einer sehr profaneren Ebene, aber eben auch. Es war ein langer Tag, oder? Es war ein langer Tag. Ja, also, zunächst mal formell, also die Kirche als Leib und Kirche als Braut. Also wahrscheinlich gibt es zwei große sozusagen Sprachwelten, zwei große Metapherwelten für die Kirche. Es ist einmal die Kirche als Leib und Kirche als Braut. Wenn die Berner vorhin gesprochen hat von Jüngerschaft und von Prozessen, die sie sozusagen einfach beachten, dann reden wir sehr, sehr viel, redet sie eigentlich davon, dass Menschen hinein verwandelt werden in Christus. Da geht es sehr stark um die Kirche als Leib. Ja? Jüngerschaft sozusagen eigentlich immer eher in dem Bereich. Ja? Und mir scheint, dass wir im Katholischen sozusagen dafür eigentlich kaum eine Sprache haben, kaum. Und dass das Jüngerschaftsthema eigentlich uns hilft, dafür eine Sprache zu gewinnen. Auf der Kirche als Braut, Ecke oder auf der Seite, haben wir einen sehr reichen Wortschatz. Die ganze Mystik spricht davon, die ganze Tradition spricht davon, die Väter sprechen davon, alle sprechen davon, also immer wieder. Und das ist sehr schön. Und offen gestanden, in der normalen Verkündigung fehlt mir das. Also ich finde das eigentlich schön, dass es sozusagen diesen Aspekt gibt, auch wo es ein bisschen touchier wird und wo es ein bisschen näher gibt und wo es emotional werden kann, weil wir als Kirche im deutschsprachigen Raum, also unser großes Problem ist, glaube ich, nicht eine zu hohe Emotionalität. Also es ist nicht, also es ist eher das Gegenteil. Das ist einfach da ist einfach schon sehr viel, sehr trocken, extrem kopflastig. Also wir leben schon sehr, sehr stark also auf einer kognitiven Ebene. Also das ist das, was wir tun. Wir sprechen viel und wir schreiben viel. Aber sozusagen, dass Leute betroffen werden von einer kerygmatischen Verkündigung oder von einer Katechese aufgrund der Metaphorik, die der Schritt uns nahelegt, das ist jetzt nicht so die Massenbewegung eigentlich, ja. Aber das erschien mir wichtig, dass natürlich für das Priestertum riesige Implikationen hat, das ist mir klar. Und das ist fast überfordernd per se, ja. Aber ich glaube, dass das das Ding ist, das ist ohnehin die Herausforderung bei der Heiligkeit. Und dass man sozusagen immer den Maßstab der Heiligkeit anlegt, dann macht das Sinn. Wenn man diesen Maßstab der Heiligkeit nicht hat, dann macht das keinen Sinn, ja. Also, die Implikationen, die damit einhergehen, auch gerade für das geweihte Priestertum, ist natürlich sehr, sehr groß. Ist natürlich sehr, sehr groß. Genau. Es darf eine Änderung geben. Martin Brüske, bitte, noch mit einer Rückfrage. Ja, lieber Max, ich danke dir sehr, dass du es gewagt hast, die Auslegung des Hohen Liedes in den Zusammenhang von Kirchenerneuerung zu stellen. Das finde ich sehr, sehr gut und das stellt sich ja in eine ganz große Tradition. Mir ist dabei noch folgender Aspekt wichtig. Es gibt eine Tradition und die ist durchaus ja sehr ehrwürdig. Großer Theologe, großer schwedischer Theologe Anders Lygrin, der über ein großes Buch über die Liebe geschrieben hat. Und dort wird sehr radikal getrennt, einerseits diese christliche Vollgestalt von Liebe, die da heißt Agape, von dem, was er
meint, aus der griechischen Tradition Eros zu nennen. Und sowohl Johannes Paul II. Als auch Josef Ratzinger, Benedikt XVI., widersprechen ganz dezidiert dieser Trennung. Die sagen, diese Scheidung, wie gesagt, so ehrwürdig sie bei Nygren ausgeformt ist, geht letztlich nicht auf. Und ich glaube, das hat für die Frage, also und die, deren These ist eigentlich, dass die Vollgestalt der christlichen Liebe als Agape Eros in sich zu integrieren vermag. Und gerade dadurch Eros rettet. Gerade dadurch Eros rettet. Und damit ist etwas gesagt, was, glaube ich, für die Erneuerung der Kirche ganz wichtig ist. Eros in dem platonischen Sinne, in dem ursprünglichen Sinne, und so wie es dann die Kirchenväter aufnehmen und die dann eben das genau auch in eine Brautmystik in der, ihrer Haus, von Origenes über Gregor den Großen bis Bernhard und so weiter in ihre Auslegung des hohen Liedes bringen, sagen damit eigentlich, dass in der Ekklesia sowohl für den Einzelnen die Anima, die Seele, als auch die Ekklesia der Ort ist, wo die tiefste Sehnsucht des Menschen, seine Grunddynamik, die Grunddynamik auf die Fülle des Guten und die Fülle der Intimität mit dem absolut Guten hin erfüllt wird. Und ich glaube, insofern ist für die Erneuerung der Kirche wirklich diese Frage, also die Integration von Anthropologie, von Blick auf den Menschen und Kirche, Kirchenerneuerung, ganz, ganz elementar wichtig. Und da braucht es dann alle Bilder. Nicht? Das ist ja lustig, bei Paulus ist ja tatsächlich das Brautbild und das Leibbild nicht ganz getrennt, weil die Leibmetaphorik ja auch gelesen wird, durchaus auch auf den erotischen Bereich hin, und sagt, wenn du deinen Leib in einer falschen Weise verwendest, dann schaffst du auch eine falsche Intimität, also 1. Korinther. Nicht? Und insofern ist dann Leib und Braut da nicht so weit auseinander. Wobei die Akzente unterschiedlich sind, nämlich einmal Ekklesia als Insein in Christus und auch nochmal dieses intime Gegenüber von Braut und Bräutigam. Die Akzente sind jeweils unterschiedlich, aber das Ganze geht am Ende miteinander zusammen. Und wie gesagt, diese anthropologische Frage, diese Frage nach dem Menschen, nach der Sehnsucht des Menschen, nach der tiefsten Sehnsucht des Menschen, wonach er sich eigentlich sehnt, hineinzubringen in die Frage nach der Kirchenerneuerung, finde ich enorm wichtig und grundlegend wichtig. Und das hast du mit dem Hinweis auf Soli getan. Danke. Vielen herzlichen Dank. Martin Brüske, das war so nicht abgesprochen, aber ich würde das jetzt fast als Schlusswort nehmen.